Willkommen zurück, alle meine Freunde, kleinen Kinder und auch für die ganz Kleinen. Heute haben wir das Spiel Slender ausgesucht. Entschuldigung, dass da hinten jetzt ein bisschen Terror los ist. Da sind ein paar Leute von mir, Familie, Verwandte, die gucken Fußball. Ist egal. Wir beginnen heute mit Slender. Ich hoffe, ihr hört das laut genug. Der Titel sagt's. Eine neue Version von den Machern von Slender-Machern. Ich habe den Namen vergessen, ist doch egal. Wir playen ein Spiel, von dem wir nicht mal den Namen. Okay, 10 Sachen von den Machern von Slender, Mansion und Prison und Seventh Street, glaube ich auch. Okay, wie wir bemerkt haben. Auch schon wieder. Man kann auch diese Lichtdinger noch da lassen. Sind wir ein Kerl? Wir sind in einem Labyrinth. Ich nehme mal an, die 10 Seiten sind mal wieder random verteilt, wie sonst auch immer. Ja, ich habe neue Wörter gelernt, aber der Ölgarten, der gefällt mir jetzt schon nicht. Also irgendwie erinnert der mich auch an Minecraft. Vor allem wegen. Oh, ich dachte, das wäre ein Baum. Also an der Statue muss auf jeden Fall eine Seite sein. Wenn ich jetzt schon um die Ecke einen Slenderman sehe, dann. Boah, ich. Hier war ich gerade, ne? Dass ich jetzt schon in die Mitte gehe, das gefällt mir sowas von gar nicht. Ich sehe hier schon Häuser und sowas. Wir wissen, wie die 10 Seiten gewöhnlich immer aussahen. Aber bei den Machern von Menschen und sowas war es schon immer Unterschiedliches. Und diese Wölfe im Hintergrund gefallen mir nicht. Diese Angst gefällt mir nicht. Und meine Fresse für euch im Video zu sehen gefällt mir auch nicht. Und diese Leckerei tut mir echt leid. Mein PC ist nicht der beste. Ich gebe es zu. Aber was mir immer noch nicht am meisten gefällt, ist, dass hier das Slenderman ist. Wir haben so einen großen Vollmond hier im Game. Okay, diese Häuserdinger, die sind überall. Ich hasse das bei diesen Machern, dass ich hier nie eine Seite finde, ey. Nicht mal in der Wand, oder? Ich guck jetzt nicht überall. Das sieht ja schon so unvertraulich aus. Ich habe so das Gefühl, wir gehen gerade zurück zum Anfang, kann sein. Alter Falter. Hier sieht überall gleich aus, ey. So ein Labyrinth habe ich auch mal in Minecraft gebaut, nur. Also wir laufen im Kreis. Ich sag gerne, Alter. Vollmond, ne? Werwölfe, Vollmond, ihr wisst Bescheid. Boah, ich bin daran gewöhnt, bei Leertaste zu springen. Ich habe in Minecraft auch so eine Welt mit so einem Irrgarten, da bin ich immer gesprungen, da habe ich so von oben geguckt, aber gewöhnlich ist das Slenderman erst dann da, wenn man die erste Seite gefunden hat. Der ist aber auch schon so unterwegs. Also ich renne hier gerade random außen rum. Ich sag nochmal random, weil es random ist. Englische Sprache müsst ihr lernen, geht zur Schule, hört mir zu. Okay, was habe ich da gesehen? Oh, die erste Schlüssel. Oh, wir müssen Schlüssel finden. Ihr erinnert euch, wie es so schön ist, wenn der Slenderman hier so rumbummt? Der macht das gerne. Ich nicht. Also ich spiele nicht gerne Slender. Das ist ein Spiel, das macht man am PC. Hier, er hat gecheckt. Ergibt doch Sinn, dass ich mir mit meiner Webcam hier Let's Playe. Slenderman! Juhu! Ich mach mal die Taschenlampe aus. Okay. Unheimlich? Dann mache ich sie wieder an. Ich wollte gerade sagen, die geht nicht mal an. Okay, was ist das? Geht nicht. Boah, Alter, jetzt laufe ich so total in den Rhein eigentlich. Was war das? Da in der Luft, ich habe da irgendwas. Statue gesehen, meine ich. Also wenn, dann müsste der Slenderman auch erstmal 3 Meter groß sein, ne? Dass man hier so irgendwie nicht Angst bekommen muss, wenn man hier um die Ecke geht. Kinder. Darf ich euch ein Geheimnis sagen? Ich sag euch jetzt was Vertrauliches jetzt mal, ne? Die Lautstärke ist bei mir 10-mal lauter als bei euch. Das ist ein Videofehler bei mir. Ich habe die Lautstärke sowas von laut bei mir, dass ihr jetzt sagen könnt, oh, wie der sich erschreckt. Dass ich hier um Kreis laufe, in den Rhein laufe und das in einem Labyrinth überall in der Ecke sein kann. Da ist auch schon wieder der Teil, wo wir waren. Ja, denn in einem Labyrinth läuft man schnell in eine Ecke rein, wo der Slenderman stehen kann. Der Slenderman ist ein Mann, ein schwarzer Mann, nicht an die Schwarzen jetzt, er ist schwarz, nicht braun, er ist schwarz. In einem Barney-Anzug, oh, ich dachte, oh, Kind. Ich schwöre, ich habe ihn gerade, ich schwöre, ich dachte, ich hätte gerade was gesehen, was Slender-mäßiges. Bei mir leckt es öfters, Lecks sind eben zufälligerweise nervende, wieso leuchtet es auf einmal so unheimlich? Da schon wieder, ne? Lichtbug oder extra? Dass ich jetzt hier hingehe, das gefällt mir sowas noch nicht. Gewöhnlich beginnt der Slenderman immer in der Mitte, das habe ich mal selber rausgefunden, vor allem bei dem Original, bei den Slender 8 Pages, da beginnt er immer in der Mitte zu spawnen, so ungefähr random.
Der Slenderman ist ja auch einer, der steht einfach nur. Wenn ich einmal um die Ecke gucke und der da steht, dann macht das erstmal so einen Angstschrei. Kommt erstmal so BUM. Aber der auch meine alten Displays gesehen hat, der weiß Bescheid. Der Slenderman verfolgt mich auch. Der bleibt nur stehen. Der ist in einem Sachs. Der ist in einem Barney Stinson-Anzug direkt mit Krawatte und so. Ja. Hat kein Gesicht, es hat einen weißen Kopf. Ich erinnere nochmal so schön daran, weil ich ihn ja nirgendwo sehe. Ich habe zwei Schlüssel aufgesammelt. In diesem Fall sind es die Schlüssel, die wir sammeln. Ich weiß jetzt nicht, ob der Tisch der war, an dem ich schon war. Ah, doch nicht. Ich habe schon gesehen. Und jetzt gehen wir in Richtung Mitte. Das ist so gar nicht schön. What the f... Ich dachte, ich höre einen Atem von... Das nicht von mir ist. Oh. Oh, nein! Okay, wo muss ich jetzt lang, Kind? Sackgasse, ne? Ich schwör's dir. Ich sehe hier schon irgendwo so an der Ecke einen Kopf von dem. Das ist so unvertraulich, das Spiel. In einem Labyrinth kommt man auch so schnell an eine... Okay, hier an der Ecke jetzt war ich noch nicht so oft. In Richtung Mond jetzt da an der Wand. Das Labyrinth ist natürlich nicht gefallenswert. Ich meine, ist natürlich dann kleiner als originale Maps. Im Haus ist natürlich auch ganz anders, Slenders zu spielen. Let's Playen ist auch was ganz anderes. Ich kann nicht Let's Playen für jeden empfehlen, dass man hier die ganze Zeit regeln muss, die Zuschauer hinhalten soll. Und diese Ecken hier, die kommen mir so vor, als würde ich so einen weißen Kopf manchmal so sehen. Ich weiß nicht, wie euch das vorkommt, aber ich habe gerade das Gefühl, ich war hier schon. Nein, die Sackgassen sehen auch alle gleich aus. Da war er! Der Slenderman. Der ist da hinter uns jetzt. Und direkt schon, wenn ich das erste Mal den Slenderman sehe im Game, dann weiß ich, jetzt ist zu Ende, jetzt höre ich auf. Ciao, ciao. Ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. In der Ecke war er, dann gehen wir direkt mal in die andere Ecke, ne? Da hinten ist er irgendwo. Okay, das mit dem Lichtbug ist... Man kann eben nicht so gut ein Spiel machen, wenn man hier die ganze Zeit über dieselben Wände platziert und dann ein gutes Spiel raushauen will. In der Ecke, in der ich den Slenderman jetzt gerade gesehen habe, hätte ich den nächsten Schlüssel gefunden, aber... Hier ist noch einer. Vier Schlüssel reichen mir voll und ganz. Dankeschön, danke. Ach, ein besseres Slenderman-Spiel können wir nicht machen. Oh, die sind die besten, ey. Die sind die allerbesten. Klaviertöne. Wenn das Slenderman jetzt außen rumgegangen ist, dann haben wir ihn direkt in der Sackgasse drin. Wir sind gearscht. Wir sind gefickt. Wir sind einfach nur gefickt. Fünf Schlüssel sind die besten. Vor allem für gewöhnlich 8 Seiten, diesmal 10 zu haben, das ist das Geilste an dem ganzen Spiel. Das ist das Allergeilste. Ich schwör's dir, der ist so leicht zu bekommen. Bei 5 Seiten, da regt er sich auch schon auf. Deswegen das Klavier jetzt so laut. Bei mir ist das extremst laut übrigens. Noch irgendwelche Fragen? Ich bin gerne bereit, sie zu beantworten. Ich bin scheiße. außen rum gehen ist nicht immer gut. Das macht Lust und Laune nur. Ich bin einfach nur random rumgelaufen. Das heißt, jetzt finde ich gar keine Schlüssel mehr. Ich habe schon am Anfang geglaubt, ich wäre um den Kreis gelaufen. Und jetzt bin ich tatsächlich... Wieso renne ich gegen die Wand? Also den Slender sind wir definitiv losgeworden. Nur ihn wieder einzufangen, wird mir nicht gefallen. Nebenbei mit Taschenlampe und Gelaber. Also eins wissen wir, hier waren wir schon. Sollen wir vielleicht noch so Dinger überall platzieren, damit wir wissen... Ach, hier war ich schon, ne? Wir haben, glaube ich, auch 10 von den Dingen. Oh, scheiße! Okay, soll ich jetzt hier rum oder außen rum? Ich renne einfach mal außen rum. Kann uns natürlich nichts anhaben. Wir dürfen hier nicht zu lange ansehen. Solange wir diese Dinger auch liegen lassen, kriegt er uns schneller. Ich dachte ja gerade... Ich glaube, der hat uns auch gerade bekommen, weil wir an dem Teil dran waren. So bekommt er uns, glaube ich, schneller. Ich lege die Dinger mal nicht ab. Also zweimal den Slenderman gesehen. Reicht mir jetzt voll und ganz. Sollen wir sterben? Ja, wir sterben jetzt, ja. Ja, wir sterben jetzt eiskalt. Nein, wir gehen in die Richtung. Ja, ich habe das Gefühl, ich renne jetzt so langsam von der Statue aus in der Richtung wieder zu dem alten Schlüssel hin. Zu der Richtung, wo wir noch keine Schlüssel gefunden hätten. Natürlich verlaufe ich mich so schnell. Ne, in Richtung Mond hatten wir keine Schlüssel. Ja, dann, ich meine, die Ecke hatten wir auch noch nicht. Aber Slenderman weiß ja Bescheid, da war er. Sollen wir noch, ohne Witz, wenn ich so schnell jetzt den 6. Schlüssel finde, verteile ich ganz schnell diese Glühwürmchen nur. Der Schrei, der kam ein bisschen spät an, aber der Slenderman stand auch gerade da vorne, dann steht er um die Ecke. Ich weiß, dass das passiert tatsächlich. Und ich weiß, es passiert tatsächlich. Ich bin ein hobbyloses Kind, das die Kamera anschmeißt und Slender Let's Play. Es
sag dir, habe ich den sechsten Schlüssel, werfe ich die ganze Zeit Glühdinger ab. Wow! Ernsthaft jetzt? Wow! Das ist doch nicht sein Ernst! Will der Junge mich verarschen? Ich renne übrigens so oft mit Shift rum. Slender, ey! Ja, hier war ich schon. Ich bin ja auch wieder weit zu weit weg von... Ich hab Angst. Ich bin zu nah an ihm, ich bin zu nah an ihm. Ich bin so gleich fett in einer Sackgasse. Tschüsschen! Und der kriegt der Slenderman jetzt uns in jeder Sekunde. Ich lasse jetzt hier überall diese Lichtteile da liegen. Boah, Alter, ernsthaft, ich hab Angst, ey. Ich hab sowas. Das ist so ein Scheiß-Game, ey. Das kann man nur an Halloween spielen. Halloween hatte ich übrigens keine Zeit, da habe ich dann so ein Fake-Spezial gemacht mit Sheet Engine. Ich glaube, der steht hier irgendwo rechts. Ja, ihr habt das gehört. Ich hab's auch gehört. Klick. Hat's gemacht. Ich kann auch einfach in den Raum laufen. Ich will nur so ein richtig angstvolles Ende. Ne, Slenderman? Oh, dieses Geraschel, das lässt einen direkt an einen erscheinen. Und dann kommt immer dieses BUM und das Herzschlagen. Von mir natürlich. Das Spiel ist ja nicht realistisch. Naja, ich hätte den Slenderman jetzt wirklich schön 3 Meter groß erwartet, damit wir ihn noch sehen. Also den Kopf hier irgendwo oben. Ach, wie ist das schön. Oh, die Taschenlampe geht allmählich aus. Das hat jetzt keinen Sinn ergeben. Der stand da einfach direkt hinter uns. Der ist falsch gespawnt. Der ist einfach so gespawnt, dass er hinter uns war. Und dann war es zu Ende. Ich bin natürlich froh darüber, dass es jetzt das schöne Ende war. Denn ich glaube, ich let's play auch erst in ein paar Tagen wieder. Da kommen die nächsten Folgen. Und schaltet ein. Habt Spaß. Ich mache noch mehr Folgen. Und dann könnt ihr auf meinem Kanal auch schon gucken, ob ihr noch was Gefallenswertes findet. Bis bald und ciao.